herzlich willkommen am Messestand von Italium auf der Euroshop 2011. Italium, die frühere Arcandor-Tochter, ist seit einem Jahr ein selbstständiges Unternehmen und ich spreche hier mit Jens-Uwe Holz, dem Geschäftsführer von Italium. Herr Holz, wie ist denn die Entwicklung gewesen in diesem einen Jahr Selbstständigkeit? Also wir haben, glaube ich, einen sehr guten Start hingelegt. Wir sind mit der Entwicklung auch zufrieden, mit dem Erreichten. Sie machen ja Aktivitäten im Bereich Mobile Commerce, wo hier auch einige andere Aussteller Schwerpunkte setzen. Was ist bei Ihnen da neu? Also wir haben eigentlich zwei Schwerpunkte hier. Das eine ist eine Mobile Transaction Suite, mit der es möglich ist, Mobile Commerce Anwendungen wirklich nahtlos in die Prozesse zu integrieren im Handel. Und eine besondere Ausprägung davon ist ein Bezahlverfahren auf der Basis von Smartphones, das den sogenannten QR-Code nutzt. Sie nennen das Ganze Italipay. Wie funktioniert das? Es läuft im Prinzip so, dass die Kasse einen QR-Code, das ist so ein quadratischer Blockcode, anzeigt. Den scannen Sie mit der Kamera des Smartphones, dann senden Smartphone und die Kasse beide die Informationen über den Bezahlvorgang an unseren Server. Wir lösen den Bezahlvorgang aus unter Nutzung von den Prozessen, die die Bezahldienstleister zur Verfügung stellen. Und dann wird das Ganze entsprechend bereitgestellt und wir geben dann den Autorisierungscode wieder zurück an Kasse und das Mobiltelefon. Sie kooperieren ja mit SAP und mit Zilla, möchten gerne den Mittelstand ansprechen. Ist das schwierig? Ist das einfach? Was braucht der Mittelstand? Wir haben die SAP als Schwerpunkt unserer Dienstleistung im Handel. Der Mittelstand sucht natürlich Dinge, die sich zügig und effizient einführen lassen. Er sucht Lösungen, die wirklich fertig sind, direkt einsetzbar sind. Und die Lösung, die wir gemeinsam mit Zilla im Markt anbieten, hat genau diese Eigenschaften. Das ist ein voll ausgeprägtes System, das man direkt einsetzen kann, quasi so wie Auto kaufen, voll tanken und los geht's. Wir werden also von Italium künftig noch öfter hören. Herr Holz, wir danken Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.